seht ihr das? Die Brüder und Schwestern sind auf der Insel. Aber ich muss vorstellig werden. Alle? Denke ich nicht. Vielleicht ein, zwei, vielleicht. Ja, vielleicht fünf, aber das wäre schon ungewöhnlich. Das ist gut, denn so viel Schnaps hätten wir nicht gehabt. Ja, vielleicht solltet ihr euch eure dummen Sprüche jetzt gleich verkneifen. Also ich bin ja ein ganz freundlicher Gesell, wie ihr wisst, aber manche meiner Brüder sind eher in der leicht reizbaren Region einzuordnen. Okay? Wir werden sehen. Bafim ist die umgänglichste Basaltfaust, von der ich je das Vergnügen hatte, sie kennenzulernen. Oh, das wärmt mir jetzt aber mein kaltes, schwarzes Herz. Diamantis, wie viele habt ihr denn kennengelernt? Nur, dass ich ja Vergleichswerte habe. Und persönlich? Zwei weitere. Ich bin zusammen mit denen gesegelt zur See. Sie sind natürlich nicht auf unserem Schiff dauerhaft stationiert gewesen, aber beide haben sich abgewechselt. Ihr müsst wissen, ich bin auf dem damaligen Flaggschiff als Geschützmeister tätig gewesen. Dort hatten wir immer mal wieder eine Basaltfaust. Na, das ist so, als hättet ihr Hubert und Ulrich kennengelernt, die sich den ganzen Tag mit dem Wachdienst vor der Stadt des Lichts abwechseln und ihr kommt darauf, dass alle Wandstrahler Sausäcke sind. Naja, ihr wart jetzt auch nicht gerade ein Ausbund an Freundlichkeit, Jalan. Nun, ich bin nicht hier, um freundlich zu sein, Boltax. Die Feinde der Götter haben keine Freundlichkeit verdient. Nun, ich verstehe zwar den Vergleich nicht, aber wenn die Wachen der Stadt des Lichts mit an erster Front gegen raubende Torwaller sind, dann ja. Mal. Ja, können wir jetzt endlich meine Brüder besuchen gehen und ihr haltet die Schnauze. Danke. Ja, Rafim würde einfach auf das Gebäude zumarschieren. Ja, das Gebäude ist tatsächlich wohl eine etwas größere Taverne, die sie in Beschlag genommen haben. Daneben war dann wohl auch sowas wie eine kleine ein Waffenlager, was sie dann für sich akquiriert hatten. Aber zurzeit befinden sie sich wohl in der Taverne. Und wenn du eintrittst, kommt dir wohl auch schon eine gute Mischung aus verschiedensten Kräutern entgegen. Wirst wahrscheinlich nicht nur Ilmenblatt, was dir da wohl entgegenweht. Und trotz des heißen Wetters ist wohl auch der Kamin angezündet, sodass es dann eben nochmal ein sehr merkwürdiges Klima ist, was hier entgegenschlägt. Aber du kannst dich umsehen, viele Seeleute, die dann hier wohl stationiert sind, obwohl auch noch der ein oder andere Händler, höchstwahrscheinlich dann Tulamiden, die dann mit ihrer Wasserpfeife auf so Sitzsäcken sitzen. Und nachdem du dich kurz umgeblickt hast, deine Augen ein bisschen zusammengekniffen hast, kannst du erkennen, wie dort wohl zwei Basaltfäuste sitzen in ihrer schwarzen Rüstung. Dabei handelt es sich einmal um Adario und einmal um, ja, man kennt ihn nur als den Hauptmann, beziehungsweise Hauptmann Tarek. Ein unglaublich verkniffener Veteran, der dir natürlich auch vom Namen her bekannt ist. Viel hat das so noch nicht mit ihm zu tun, weil er wohl des Öfteren in anderen Häfen stationiert ist, jetzt wohl aber in der schwarzen Festung. Ich stelle mich eben vor. Ja, ich marschiere auf die beiden zu. Dario, Hauptmann Tarek, Rafim, ich bin wieder in der Stadt. Ah, du bist Rafim, ja. Du musstest ihn einmal, nicht ganz so groß wie du, natürlich nicht, wär's das schon, aber wohl zwei Schritt groß. Möchtest du mein schwarzes, militärisches, kurzes Haar, eine Augenklappe, die er rechts hat, und seine Nase ist wohl auch mehrfach gebrochen, wohl auch wieder verheilt, aber hat sich wohl das ein oder andere Mal geschlagen und du siehst auch, dass seine Haut so ein bisschen kupferfarben ist. Und nickt dir zu, du kannst an seinen Abzeichen erkennen, dass er wohl eine Marmorfaust ist. Und du schätzt sein Alter so auf die 50 Jahre. Das ist zumindest das, was auch den Gerüchten nach über ihn zu hören ist. Oft ist er wohl in der Nähe von Port Korat stationiert, wo er dann dem schwarzen General Odorin Dumitoir vorsteht oder an seiner Seite wacht. Jetzt ist er wohl hier. Setz dich zu uns. Ja, ich würde mich setzen direkt. Holt mir ein Bier ran. Jawohl. Und Brüder, muss ich irgendwas wissen, bevor ich die Stadt betrete? Ach, nein. Die Granden sind wie immer mürrisch.
Die Zornbrechter. Kannst alle in der Pfeife rauchen. Aber wir mischen uns da nicht ein. Der Patriarch weiß schon, was er tut. Er ist neutral, wie immer. Natürlich. Ja, dabei lachen beide und scheint wohl ein Witz zu sein. Natürlich, der Patriarch ist neutral, wie immer. Er macht einfach gar nichts. Solange der Großmeister hinter ihm steht, tun wir das auch. Ja, wohl. Komm einfach. Na, schauen wir mal, wie lange noch. Das ist nicht meine Entscheidung. Nee. Du bist jetzt woher gekommen? Ach, aus dem Norden. Versumpftes Mittelreich. Alles abgefackelt. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber diese schwarze Festung Galotta. Ein einziger brennender Müllhaufen, das Ganze. Warst du auch der, der gegen Rassasor gekämpft hat, oder? Ja. Aber. Keine Ahnung, was den Patriarchen bewogen hat, dass er dich mal da losschickt, aber. Gute Arbeit. Das Bier geht auf mich. Nun, wir müssen auch mal auf die anderen Menschen aufpassen. Die kriegen das ja nicht alleine hin. Nee. Manchmal braucht man halt eine alanfanische Faust. Tja, gab doch keine Schlacht, die das Imperium verloren hat, wenn die Basaltfaust eingegriffen hat. Ja, aber wir können ja nicht alle Brüder und Schwestern in den Norden schicken. Für so einen lächerlichen Drachen. Das wäre ja langweilig. Ja, einer hat gereicht. Ja. Ey, guck mal ran. Ich stelle euch mal meine Kameraden vor. Voltax, komm mal her, stell dich vor. Ich wollte jetzt... hallo, ich bin Voltax. Ihr seid der Hauptmann, wenn ich das richtig verstanden habe. Tarek, ja. Freut mich. Ich bin ein guter Freund von Rafim. Wie ihr seht, ein Zwerg. Er kneift sein Auge so ein bisschen zusammen und schaut dich schon sehr böse an. Aha, du bist ein Freund von Rafim, ja? Ah, ja. Dann bist du auch unser Freund. Oh, das freut mich. Also, ihr könnt mich einfach Voltax nennen. Mach ich. Ich hatte nicht vor, dich anders zu nennen. Das ist hier ganz einfach. Bist du Freund mit einer Basaltfaust? Bist du Freund von allen Basaltfäusten? Bist du der Feind einer Basaltfaust? Bist du tot? Das scheint mir logisch. Hattest du Rodrigo nicht gesagt, dass du sie bei uns einquartieren wolltest? Irgendwie sowas sagte der Lazar. Ja. Alle Mann, da musst du ja nochmal die Dukaten da durchfegen, damit es auch ordentlich ist. Dann müssen sie ja wirklich in deiner Gunst stehen, dass du ihnen das antust. Ach, du weißt doch, wenn man erstmal einmal bei uns einquartiert ist, dann irgendwo anders mehr hin. So, wen hast du noch mitgebracht? Ja, kommt doch her, seid doch nicht schüchtern, seid ihr sonst doch auch nicht. Sulamin schon vor. Sie hat sich ziemlich in Schale geschmissen, denn das hat Rafim sich ja gewünscht, wenn wir in seine Heimat fahren. Mit Henna-Tätowierungen bis zum Ellenbogen in der Farbe von getrocknetem Blut und klimpernden Münzschleier. Und begrüßt die beiden dann. Taraf Sunya Zudamina al-Shabra, Visierer von Yanka. Visierer, so. Sulamin. Die erste Frau, ja? Ja. Ich sehe schon, dass hinter deinem Seidengewand eine Kriegerin steckt. Du hast vielleicht nicht so viele Muskeln wie wir, aber geschmeidig siehst du dann doch aus. Kannst du mit deinen Säbeln umgehen? Kann ich. Ah, gut. Ja, ich kann euch versichern, sie ist tödlich. Hat sie auch gegen den Drachen gekämpft? Das macht sie ja so interessant. Aber auch der ein oder andere Paktierer ist schon vor ihr gefallen. Wo wir gerade von Paktierer schlechtern sprechen. Ja, Lan Abelmir, was ist denn mit euch? Kommt doch jetzt mal endlich her. Gestattet, Abelmir, ja, Morinus, zu euren Diensten. Ja, aber sowas von bist du zu meinen Diensten. Nun, ich fürchte, das ist mir eine Phrase. Nein, ihr nicht. Und du bist auch ein Freund? Ja, ich kann mich ein Waffenbruder von Rafim nennen, ja, und ein Freund.
Aha. Ihr wisst ja. In der Tat. Ja. Liegt doch an deiner Nasenspitze. Du besitzt ein scharfes Auge. Kannst du uns mal ein Bier holen? Oh ja, mir bitte auch. Schankmeid? Ja. Eine Runde Bier, bitte. Er kneift wieder sein Auge zu und starrt dich wieder an. Das Bier kommt sofort. Adario murmelt Rafim so ein bisschen zu. Ey, du hast ja schon erzählt, dass Hauptmann Tarek seine Leute auch einfach nur mit dem Blick töten kann, oder? Naja, ich dachte, wenn sie sich nicht selbst erdolchen, dann läuft's besser als gedacht. Bisher sieht's ganz gut aus. Abelmir, warum setzt du dich nicht da vorne an den Tisch? Der sieht doch sehr bequem aus. Wenn ihr es wünscht. Ich muss eh noch diese Bücher durchgucken. Ja, eine sehr gute Idee. Und ich kann euch jetzt eine relativ lange Liste an Titeln vorzitieren. Aber das interessiert euch beide eh nicht. Also, ich bin ja Alan Eisenhand. Ja. Das ist so eine Eisenhand, das sehe ich schon. Liga. Kann man die auch erkennen. Na gut. Ja, alle verlieren das eine oder andere. Aber du machst weiter. Beeindruckt mich mehr als irgendwelche Titel, die du dir in die Haare schmieren kannst. Vermutlich. Bist du der Freund von der Hugdan? Ich bin mit ihm längerfristig bekannt, ja. Der Hugdan hatte von dir gesprochen. Und ihr seid also Rafims Brüder im Geiste, ja? Na, erzählt auch daran von euch. Ja. Wir sind auch die Interessantesten hier. Rafim, wenn dies deine Brüder im Geiste sind und ich dein Bruder im Blute bin, sind dies dann auch meine Brüder? Ja, bist du mein Bruder? Natürlich. Aber, was wir besprochen haben, gilt trotzdem. Na gut, ausnahmsweise. Ja, dann willkommen in der Lanfa. Das ist zwar erst nur der Felsen, der dazugehört, aber die Festungsinseln. Hat euch auf ihm erzählt, warum das nötig ist? Er hat es verschwiegen. Nun, mir ist so angekommen, dass ihr mit der Palage anreist, ja? Tun wir? Ist das nicht diese kleine Maga, die ihr haben wolltet? Ist sie? Ja. Hat sich als nützlich erwiesen. Oder verwechsel ich euch jetzt? Sie wurde uns von eurem Großmeister zur Seite gestellt, wenn ich mich nicht irre. Ja. So habe ich das auch verstanden. Ja, ganz nützlich, die Frau, ganz nützlich. Naja, zumindest hat sie einen Verwandten. Bei den Granden weiß man nie genau, wie die miteinander verbandelt sind, aber Darion, der wurde hier vor ein paar Jahren entführt aus dem Hafen. Das war der Einzige, der hier vorbeigekommen ist. Wir hatten die unangenehme Bekanntschaft bereits, ja. Darion Paligan? Persönlich. Wir sprechen von dem Darion Paligan, ja? Tja, gibt nur einen, meine ich. Entführt? Ich denke nicht, dass ein weiterer Paligan die Dreistigkeit hätte, diesen Namen noch zu tragen. Ja, war ein ganz schönes Piratenstück. El Hakir der Rote. Der soll ja auch noch irgendwo rumfahren. Gibt da ein riesiges Kopfgeld, aber hat noch nicht geholfen, ihn zu finden. Aber das ist ein paar Jahre her. Wie gesagt, ja, seitdem hat es niemand hier an diesen Festungsinseln vorbeigeschafft. Oh, und was ist dann passiert, nachdem er entführt worden ist? Das weiß eigentlich keiner. Es gibt ein paar Gerüchte, aber alles, was man weiß, ist, dass Darion Paligan seine neue Stelle als Admiral antreten sollte. Und just an dem Tag, als er an Bord seiner Schiffe stand, tauchte plötzlich El Hakir der Rote hier auf. Wenn ihr in der Stadt seid, solltet ihr diesen Namen niemals aussprechen, sonst wird euch die Zunge abgeschnitten, aber hier, zumindest uns, kann keiner was. Naja, El Hakir tauchte auf, stopfte ihn auf sein Schiff und verschwand wieder. Und weiß verschwand jemand wieder in die Sümpfe, keine Ahnung wohin. Und irgendwann tauchte er als Aktierer wieder auf? Ja, wenn das Darion Paligan ist, ja. Einige sagen, er ist tot, andere sagen, er hat paktiert. Was in der Zwischenzeit passiert ist, keine Ahnung, warum ihn El Hakir nicht umgebracht hat. Zumindest auch Lösegeldverhandlungen, aber die sind dann wohl gescheitert. Dieser elende Sandfresser. Nur ihn haben wir es zu verdanken, dass
Aligan dort ist, wo er heute ist. Ja, Novadis. Bin ganz froh, dass ich mal von denen wegkomme. Port Korat ist voll von denen. Zumindest sorge ich dafür, dass es ja nicht so voll wird. Nee. Ja, sind alles Pack. Aber in Fasar waren auch so viele. In Fasar? Ja, die sind überall inzwischen. Ja, sollen sie da oben bleiben. Wir haben sie ja gut verdrängt damals. Ah, Quinio. Aber das hast du nicht mitbekommen, oder, Rafim? Du bist zu jung. Ja, aber viele Brüder von damals sind schon tot. Leomar der Löwe hatte einige Geschichten zu erzählen. Hat er euch nicht am Ende verraten? Hat er. Leomar der Löwe. Du pflegst Kontakt mit Leomar dem Löwen. Nun, wenn man das eine mal ignoriert, bei dem er versucht hat, uns umzubringen, oder als er uns verraten hat. Ja, das hätte ich euch vorher sagen können. Ja, wenig überraschend weiß der Mann auch noch heute nichts von Loyalität. Ich kannte mal einen Leomar, da war ich am Hof von Bardo und Scheller gewesen. Ja. Dass der gleiche gewesen ist. Vermutlich. Er kommt in die Jahre. Oh, das kann natürlich sein. Eigentlich wirkte er ganz sympathisch, aber er war ein bisschen tollpatschig. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir bald von seinem Tod hören. Sich in seinem Alter noch in den Wärmerwäldern herumzutreiben, kann nicht gesund sein. Ja. Gleich viel. So, und ihr wollt jetzt rein, ja? Die schönste Stadt der Land. Naja, die schöne Stadt der Land war natürlich. Tja, habt ihr genug Geld mit Zornbrecht, ja, damit ihr an den ganzen anderen, den Nordländern vorbeikommt? Oh, Abelmir hat bestimmt genug Geld dabei. Abelmir wird den Mann bezahlen. Das dauert die Scheiße hier echt lange. Nee, wir werden uns da schon einig werden. Gnädigerweise haben wir nichts zu verzollen, das sollte die Sache verkürzen. Ihr habt nichts mit auf eurem Schiff. Nun, wir sind kein Transport. So. Krieger oder was habt ihr an Bord? Krieger, Geschütze, Munition. Ja. Und jetzt wollt ihr mehr Krieger haben, ja? Wenn es sich einrichten lässt. Gut. Ja, wird wahrscheinlich die Sache mit den Beamten verkürzen, aber Dublon solltet ihr trotzdem parat haben. Natürlich. Mal strenge Inspektion hier. Immer. Gut, dann, ich glaube, mit Rafim könnt ihr auch so durchgehen. Schiebt die anderen Händler einfach beiseite. Sollen sie sich aufregen, was sollen sie tun? Ja, zwei Häuser weiter, da sitzt dann der oberste Hafenmeister. Beziehungsweise Meisterin. Und habt ihr noch einen letzten Ratschlag zu ihr? Ja. Herr Zornbrecht. Ja, wir werden das schon hinkriegen. Vielleicht sieht man sich ja mal, wenn ihr die Heimatfestung besucht. Oder seid ihr hier? Ich werde wohl erstmal auf dieser scheiß Insel bleiben. Demnächst wieder zurück. Ich werde dem General berichten. Also, Oderin. Port Korat. Aber wir sehen uns. Sag, Diamantes, wo liegt dieses Port Korat, von dem die beiden sprechen? Im Norden von hier. Weit weg? Nicht mal allzu weit. Nun gut. Abelmir, du musst auch aufstehen. Was? Es geht weiter, Abelmir, komm. Na, endlich. Lass die Pfeife stehen. Abelmir, wo ist denn jetzt mein Bier? Das steht direkt vor dir, wenn du es nicht sehen kannst. Das ist schon leer. Du bringst noch eins. Du wirst langsam alt auf deiner Tage, oder? Deine Augen lassen wohl nach. Hier, nimm mal ein halbes und hör auf zu quengeln. Ah, na gut. Danke. Seht ihr, so geht man mit einem Zwerg um. Immer ein Bier bereit haben. Aber mir, das müsst ihr noch lernen. Schreibt es auf. Die schmecken irgendwie seltsam. Aus was werden die gemacht? Ich denke, das wollen wir gar nicht wissen. Ja, da hat er nicht Unrecht. Das wollt ihr nicht wissen. Es schmeckt, das reicht doch. Und ich bin mir sicher, zumindest die Maraskaner werden den Wechsel in ihrer Verpflegung begrüßen. Die scheinen ja immer zu Neuem aufgelegt zu sein, was das angeht.
Ja, die waren auch mit der langen Fahrt ziemlich unzufrieden. Maraskaner sind von Natur aus keine Seemenschen. Sie haben ein gutes Talent für Flachwasserbesegelung, aber da hört's auf. Vielleicht freunden sie sich ja mit den Maraskanern. Das wollen wir nicht. Ich kann nicht genug betonen, wie sehr wir das nicht wollen. Warum? Nun, entweder, dann passiert eins von zwei Dingen. Entweder sie freuen sich so sehr mit den Maraskanern hier in der Stadt an, dass sie gern hierbleiben möchten, zu unserem Leidwesen. Oder sie freuen sich so sehr mit den Maraskanern in der Stadt an, dass eine ganze Menge von ihnen bei uns anheuern möchte, zu unserem Leidwesen. Aber ich dachte, wir suchen Leute. Fähige Leute. Ja, wir suchen aber keine Maraskaner. Wollte ich eine kleinere Flotte an Talukken ausstatten und damit Piraten vor Sinoda jagen? Ja, ich würde auf die Maraskaner gern zurückgreifen. Ich mag also ihre gute Laune. Aber für so etwas sind sie nicht geeignet. Maraskaner hier bleiben sowieso mehr für sich. Ja, ist auch nicht schlecht. Ich werde mich jetzt gleich übrigens vordrängeln. Einfach folgen und die Tritte ignorieren, die ihr abbekommen werdet. Wenn ihr euer Bier ausgetrunken habt, dann könnt ihr die Taverne wieder verlassen. Und wenn ihr nach oben blickt, könnt ihr sehen, wie auf ein Zeichen setzt Platzregen ein, der sich aus den Schleusen, ja, die Schleusen des Himmels haben sich geöffnet. Ihr wisst nicht genau, wo die Wolken hergekommen sind. Ein Platzregen, der jetzt auf euch herniedergeht. Es ist warm und erwischt sowohl den Gestank aus der Taverne als auch den Schmutz von der Straße mit sich und geht jetzt auf euch hernieder. Na, wo kommt der denn her? Oben. Genießt ihn. Das ist das Erfrischendste am ganzen Tag. Er sah gar nicht nach Regen aus. Als hätte Rahandra einen Eimer Wasser über uns ausgeschüttet. Wo wollen wir hin? Direkt zwei Häuser weiter. Da, wo die lange Schlange ist, nehme ich an. Lauf. Allein schon, damit wir hier rauskommen. Und wenn die treten, tret zurück. Sollt euch nicht von Händlerpark treten lassen. Naja, die sind keine Alanfahner. Obwohl, die werden auch keine Alanfahner sein, das ist ja schon in Ordnung. Die Alanfahner werden durchgewunken. Ja, richtig. Ja, ich würde mal zwei Häuser weiter in das Haus reinmarschieren. Ja, wir halten uns schön hinter ihm in seinem Fahrwasser. Ja, genau. Kannst auf alle Fälle die ganzen Händler, die ganzen Dienstboten, die Beamten beiseite schieben, die natürlich protestieren, aber wenn sie dann auch, also vor allem diejenigen, die öfter mal nach Alan verfahren, wenn sie dich als Basaltfaust erkennen, werden sie aber auch klein beigeben, den Kopf senken und dich dann auch vorlassen. Bis du dann in einem Hafenbüro stehst, vor einem Büro der obersten, ja, sie wurde eben schon als Vorsteherin des Hafenmeisters oder der Hafenmeisterin dann so platziert, zumindest hier als Vertretung auf den Festungsinseln. Und an dem Büro steht auch nur ein Name, Zornbrecht. Ja, ich werde dann uns jetzt gleich vorstellen und dann wollte doch Diamantes die Verhandlungen übernehmen, richtig? Und dafür wäre vielleicht gut zu wissen, wie viel wir noch in der Kasse haben und wie viel wir dafür bezahlen wollen, denn wir wissen gar nichts. Dann seid ihr hier am falschen Ort, Kapitän. Captain, unser derzeitiger Barbestand liegt knapp über 12.000 Dukaten. Inklusive Wechsel. Und das sollte uns für einige Tage ein Liegerecht verschaffen, vermutlich. Ja, das sollte da drin sein. Fim klopft mal kräftig an die Tür. Hallo? Jetzt nicht. Basaltfaust. Kannst irgendwie hören, wie Sachen sortiert werden, gerückt wird und dann herein? Ja, Rafim reißt die Tür auf. Ja, die Basaltfaust. Vor dem Schreibtisch sitzt eine unglaublich fette Dame in einem Seidengewand, das wohl weniger verhüllt, als es eigentlich verdecken sollte. Und dadurch, dass sie eben auch so etwas voluminöser ist, sieht es nicht ganz so nett aus. Zumindest auf den ersten Blick. Aber wenn dann Diamantes hineintritt, dann kann er nur anerkennend nicken. Schaut mal, Diamantes. Das ist eure Ehefrau? Nein, Boltax, du weißt ganz genau, das ist nicht meine Ehefrau. Ich bin Vatoria Zornbrecht. Was wollt ihr?
Voran zum Gruße. Schön euch kennenzulernen, Grandessa. Wir sind mit unserem Schiff hier eingelaufen und wollen in den schönen Hafen der Perle. Schiff von der Basaltfaust? Nicht ein Schiff. Nicht ein Schiff von der Basaltfaust. Grafim Goldfaust begleitet uns als einer der führenden Offiziere auf dem Schiff. Ist es ein alanfanisches Schiff? Dann warum seid ihr nicht durchgefahren? Es ist kein alanfanisches Schiff, sonst wären wir bereits durchgefahren. Wir fahren unter aranischer Flagge, unter Flagge von Janka. Wir kommen aus Kunchum. Moment mal, seid ihr nicht Diamantes Monterey, der ehemalige... Ihr wart doch bei Franja an Bord. Ich war bei Franja an Bord, an der Golgari, 10 ganze Jahre. Und ihr fahrt nicht unter alanfanischem Segel? Nicht mehr. Diese Zeiten sind fürs Erste vorbei. Vielleicht werde ich mich in einigen Jahren der Armada wieder anschließen, aber... Und nun seid ihr ein dreckiger Söldner. Ich bin kein dreckiger Söldner. Er ist ein sehr sauberer Söldner. Ihr gebt eure Fähigkeiten, die wir euch ausgebildet haben, in Feindeshand. Für Geld. Nicht in Feindeshand. Wir wollen mit der Perle kooperieren. Wir sind Freunde der Alanfaner, sonst würden wir nicht mit Dukatengardisten und einer Basaltfaust segeln. Ihr wisst ganz genauso wie ich, dass es nicht das Alanfer gibt. Sondern nur die Grande. Und da solltet ihr euch am besten ein Haus aussuchen. Ihr habt für Franja gedient. Ich dann dient wieder den Zornbrechtern.